Hallo und herzlich willkommen zu Crusader Kings 2 und zu dem Mega Achievement Run. Und willkommen zu wahrscheinlich jetzt 30 Jahren Friede, Freude, Eierkuchen bei uns im byzantischen, jetzt mittlerweile römischen Reich. So lange wird es nämlich jetzt heute dauern, bis unsere Bedrohung hier auf Null gefallen ist. Und diesmal machen wir das wirklich. Ich werde mich nicht ablenken lassen. Wahrscheinlich. Ich werde mich nicht ablenken lassen. Wir bringen unsere komplette Bedrohung auf Null, damit sämtliche Verteidigungspakte aufgelöst werden. Und sobald das der Fall ist, werden wir Amok laufen. Wir werden dann bestimmt 3, 4, 5 Reiche gleichzeitig angreifen, weil wenn dann die Bedrohung wieder nach oben geht, dann machen wir alles auf einmal. Ne? Dann greifen wir hier Frankreich an, wir greifen hier Umayyad an, wir greifen Abbasid an, wir greifen vielleicht den hier noch an, vielleicht hier unten noch den kleinen, wobei Irak, der ist ein bisschen größer. Hier oben eventuell hier auf alle Fälle Schweden noch. Wir werden da an sämtlichen Fronten dann kämpfen. Und das können wir aber erst machen, wenn die Bedrohung auf Null ist, damit auch wirklich keine Pakte mehr da sind und wir die dann einzeln nacheinander schön fertig machen können. Vor allem können wir in der Zeit auch dann jede Menge Kohle ansparen. Und wenn wir die Kohle haben, dann können wir uns auch ganz viele Söldner kaufen, weil wir müssen dann natürlich, zum einen müssen wir dann hier oben ein paar 10.000 haben, hier unten ein paar 10.000, wir brauchen hier ein paar 10.000. Also ich sag mal, wir brauchen mindestens, also 50.000, 60.000 an Truppen brauchen wir bestimmt. Wir haben aktuell, da sind wir eh schon gut dabei jetzt eigentlich, 50.000 locker schon. Das dürften wahrscheinlich sogar ruhig noch ein paar mehr werden. Vielleicht sogar 100.000, damit wir überall so 30.000 mindestens haben, um uns zu wehren. Es wird dann auf alle Fälle ein bisschen einfacher, weil wir dann wirklich nur zum Beispiel dann gegen Frankreich den Stack kämpfen müssen. Und der hat gerade mal 10.000. Also das sieht es beim Abbasid aus. Der hat auch 10.000. Also ich denke mal, dass wir dann so normalerweise ohne die Verteidigungspakte müssten wir locker flockig das gewuppt bekommen. Es ist halt dann nur ein organisatorischer Aufwand, weil wir dann immer an sämtlichen Fronten schauen müssen, dass auch alles noch passt. Ansonsten lasse ich die Zeit jetzt einfach mal laufen. Wir gehen in die schnellste Stufe und kümmern uns einfach mal ein bisschen um unser Reich selbst und schauen mal, ob wir hier vielleicht noch das ein oder andere optimieren können. Und ob wir vielleicht an uns selber was optimieren noch können. Wir sind ja aktuell Mitglied im Zirkel vom Basilius. Gibt es jetzt auch keine Veränderung, dass wir hier noch was machen können. Wir haben eine Frau, eine Liebe. Die ist schon 46. Wieso ist die denn schon so alt? Ha, wir sind auch schon 40. Wir haben gerade mal eine Tochter. Das ist... Ich hätte gehofft, wir bekommen noch ein Kind. Dass wir wenigstens zwei hätten. Die ist eh schon 10 Jahre alt. Wir haben aktuell den Fokus Familie mit Fruchtbarkeit. Erben heranziehen ist auch okay. Wir haben Krebs. Das heißt, es kann jeden Augenblick passieren, dass wir auch sterben. Aber vielleicht schaffen wir es noch 6 Jahre auszuhalten. Dann. Ansonsten kohlemäßig sieht es sehr gut aus. Ich glaube, so viel Kohle hatten wir bisher noch nicht. 17.400. 20.000 müssen wir offenbar für das Achievement haben. Und sobald wir das haben, werde ich auch noch ein bisschen in unser Gefolge investieren. Wird momentan aufgerüstet, mittelmäßig aufgerüstet, halbe Geschwindigkeit. Das heißt, wenn wir das dann rausnehmen noch, müssen wir noch ein bisschen schneller. Aber ich lasse das erstmal. Dann baut das hier nämlich auf. Wir haben aktuell 19,6, die er aufbaut, von 45. Das heißt, wenn wir unser Gefolge komplett aufbauen, plus unsere andere Armee, dann müssen wir für den Weltkrieg eigentlich gewappnet sein. So, das Gefolge steht aktuell hier. Wieso ruckelt es jetzt so bei mir hier? Ist ja schon leicht überfordert, der Computer. Offenbar. Und selbst wenn jetzt irgendwo Revolten auftreten, vollkommen egal. Ich lasse mich jetzt 30 Jahre lang nicht mehr irritieren davon. Wir haben jetzt oft genug die Bedrohung runterfahren lassen und haben dann nach 70% oder so haben wir dann gleich wieder Krieg geführt. Aber immer halt nur einen Krieg.
und dann ist die sofort wieder um 30-40% hochgesprungen, die Bedrohung. Das ist natürlich Quatsch, ne? Wir haben nicht mehr viel Zeit, 450 Jahre noch. Deswegen müssen wir da in die Vollen gehen. Da müssen wir in die Vollen gehen. Wir müssen es wahrscheinlich müssen wir es so machen, dass wir das jetzt noch 3-4 Mal machen. Also immer wieder 30 Jahre warten, dann wieder in die Vollen gehen, alles mitnehmen, was geht. Wieder 30 Jahre warten, wieder mitnehmen, was geht. In der Hoffnung, dass wir hier einigermaßen das relativ schnell bekommen. Ich hole jetzt nochmal die Karte her. Weil wir ja zum Beispiel hier unten, hier unten brauchen wir auch noch ziemlich viel, ne? Und das ist auch etwas versplittert. Da müssten wir wahrscheinlich auch gleich allen den Krieg erklären. Hier rüber auch noch, hier runter. Wird schwierig. Den Bereich haben wir eigentlich schon ganz gut abgedeckt jetzt hier. Hier oben brauchen wir nur zur Hälfte durch, das ist auch gut. Also der Bereich, der fehlt uns jetzt noch. Der ist ziemlich fleckig. Und hier oben bei England, der Bereich hier oben. Ja. Da müssen wir schauen, dass wir halt das Maximum dann rausbekommen aus dem Weltkrieg. Müssen wir dann, denke ich mal, auch wieder vielleicht mit Anspruchstelle sogar machen. In unserem Reich gibt es einen Verräter. Das faule Ei führt eine Verschwörung zu eurem Sturz durch. Königin Anastasia von Burgund. Kann mich aber ganz gut leiden eigentlich, ne? Er ist ja selber von der Revolte. Aha, Unsinn. Natürlich Unsinn. Jetzt will er auch noch irgendwie eine Grafschaft, ist natürlich Quatsch. Wenn wir Glück haben, wachsen unsere Vasallen auch selbstständig. Noch hier unten ist hier unten gerade was gewachsen. Ich dachte, da wäre was gekommen. Wir lesen mal die Bibel. Oh, wir werden katholisch. Natürlich nicht. Wir können dann auch mal wieder schauen, ob wir eventuell gesetzesmäßig ein bisschen was anstoßen können. Graf Adrianus von Assas ist im Luziferzirkel. Ja, hilft alles nichts. Hofarzt brauchen wir noch. Schau mal eben bei den Gesetzen, ob wir hier noch irgendwas Wichtiges haben. Wir haben überall die Primogenitur. Wir können ändern, das passt aber eh jetzt momentan. Vasallenkriegserklärung extern passt auch. Genauso hier. Titel aberkennen, religiös. Braucht man nicht. Hier passt alles. Status der Frau ist mir jetzt egal. Bei den Pflichten könnte man nochmal probieren, auf den minimalen Truppenfokus zu gehen. Oder den Rat ein bisschen zu entmachen. Wobei es hier, ja, da sieht es schlecht aus. Da würden sie sich ja selbst entmachen. Das ist natürlich Quatsch. Da machen nur die Loyalisten mit. Aber hier vielleicht beim Truppenfokus auch nicht. Na gut, ist jetzt auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir Kohle bekommen und dass wir mit der Bedrohung runterkommen. Ein schlechter Hofarzt. Ne. Das ist ja... Wir haben doch bestimmt selber auch einen guten Arzt hier bei uns. 22. Da müssen wir doch nicht extra von außen noch jemanden uns holen. Ah, wenn hier die höchste Geschwindigkeit drin ist, dann ruckelt er schon ein bisschen. Die Grafschaft von Thrakien ist gewachsen und von Rom auch noch bei Thrakien. Moment mal.
Wie sind wir denn in Konstantinopel? Sind wir aktuell bei 2. Das ist jetzt noch nicht so viel. Hier in Thrakien bei 1. Da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Und wir können immer noch 2 Disputen einkerkern. Aber da die alle beide eine gute Meinung von uns haben, werden wir das nicht machen. Vielleicht noch irgendwie ein Buchscheibenfest feiern. Buchscheiben haben wir schon, oder? Erst vor kurzem. Wir sind uninspiriert. Krankheit behandeln lassen brauchen wir nicht. Keuschheitsgelübde auch nicht. Spenden könnte man. Schmied suchen brauchen wir auch nicht. Nö, es gibt nichts zu tun aktuell. Außer bei unserer Tochter. Wir gehen hier wieder auf die, einmal auf die Diplomatie und einmal auf die Verwaltung. Ich hoffe, wenn ich das so ausgeglichen mache, dass das nicht zu nachteilig ist, wenn man sich nicht fokussiert quasi. Und wir stellen unseren Erben mal im Reich vor, in der Hoffnung, dass sie sich nicht blamiert. Hat 10 Bildung als Kind schon? What? Okay, gut. Das ist schön. Richtig gut wäre natürlich, oh, da wäre schon wieder eine Revolte. Richtig gut wäre natürlich, da würde man nochmal 2 Provinzen dazu bekommen. Wäre natürlich, wenn wir dann bei 0% nicht nur Normalkrieg führen, sondern auch noch irgendwo so Revolten auftreten würden, die wir dann auch einfach mal so mitnehmen können. So, gegen einen Gefallen würde er ihr eine Bildung verschaffen. 1 Punkt Bildung. Wir machen's. Alles für die Nachfolge. Gibt's hier oben noch Königreiche? Nö, nur Herzogtum. Sehr schön. Und jetzt haben wir gleich die 87 trotz Gefolgeverstärkung. Das heißt, wir sind jetzt dann gleich durch. Ich hoffe, das ist auch bei 20.000. Es wurde mir gesagt, 1 in Kriegskunst. Kriegskunst brauchen wir nicht wirklich. Nö, das machen wir nicht. Kriegskunst ist unnötig. Tut mir leid, mein lieber. So, wir haben eine Revolte. Hier oben. Dann können wir die Kohle wieder schön auf den Kopf hauen. Vor allem, ich denke mal, wir können auch wieder ganz gut was bauen. Wir haben ja gestern hier beim Bauen auf Stufe 5 abgegradet. Müsste passen. Mein Kind wird ein würdiger Nachfolger. Ein würdevoller. Sehr schön. Gut. Ich hätte mir zwar lieber einen Punkt in Diplomatie gewünscht. Verwaltung hat sie auch schon 6 Punkte. Krankheit behandeln lassen. Wir sind immer noch... Oh, wir haben immer noch Krebs. Es hilft nichts. Wir müssen da einfach... Oh, und da ist es auch schon. Das Achievement. Das Achievement heißt... Merchant Prince. Amass more than 20.000 worth. Merchant Prince muss ich mir mal kurz aufschreiben. Wahnsinn, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Achievements in dem einen Run hier bisher geschafft. 2 gehen noch ab. Wobei Protector of Holy Places mit Rom, Jerusalem, Mekka und Medina wird vielleicht ein bisschen schwieriger noch. Müssen wir mal schauen. Also Rom, Jerusalem haben wir schon. Mekka. Mekka ist doch irgendwo hier unten, oder? Mekka ist doch irgendwo hier unten. Mekka finde ich hier nicht.
Ich denke schon, dass Mekka irgendwo hier unten ist. Könnte aber jetzt nicht sagen, wo Schäf und Hut. Oder hier drüben. Vielleicht hier drüben irgendwo. Mekka und, was war das andere noch? Medina. Medina, Abtei von Medina. Gibt es einige Medina. Scheichtum, Moschee von Medina. Ah, Moment mal, Medina ist hier. Ja, vielleicht ist Mekka aber gleich irgendwo daneben. Hallo, Val. Val, du weißt nicht zufällig, wenn du gerade online gekommen bist, wo ich Mekka finde. Das müsste doch eigentlich hier irgendwo in dem Bereich sein, oder? Dann müssen wir nämlich für das Achievement noch hier runter wandern. So, solange ihr wisst, was ihr tut. Wir fühlen uns besser wieder. Gesundheit plus 2. Der Gesundheitswert, ne? Der wird ja hier nirgends angezeigt. Der wird, soweit ich weiß, nur angezeigt, wenn man im Debug-Menü die Charakterinfo aktiviert. Aber so richtig, was der genau macht, der Gesundheitspunkt, das wird nirgends irgendwie erklärt. Oh, wir können. Der heißt auch Pavlos. Jetzt dachte ich schon, wir können uns selbst verbrennen. Ah, er ist exkommuniziert. Hilft dir alles nichts, ne? Werd ihn verbrennen. Der Bauernaufstand ist vorbei. Irgendwo müssen unsere Truppen noch sein. Hier oben. Okay, in einer Decke gepackt auf dem Sofa mit Tee und schau erstmal den Stream. Heute kein Kaffee? Mit Tee? Bist du krank oder was los? Ja, heute, da würdest du wahrscheinlich Kaffee brauchen, weil heute passiert nichts. Oder nicht viel. Kalliopolis wächst. Weil wir jetzt 30 Jahre warten, bis unsere Bedrohung auf Null fällt. Und wir dann erst, sobald die auf Null ist, komplett hier allen im Umkreis hier den Krieg erklären auf einmal. Weil wenn wir dann schon wieder Bedrohung bekommen, dann aber richtig. Und wir nicht immer nur ein Land mehr angreifen und dann gleich wieder 50% Bedrohung haben und dann wieder warten müssen. Südlich von Medina. Doch, hier unten, ne? Medina war hier. Ach, hier steht's doch eh. Hier steht's ja riesig. Habe ich das vorhin? Vorhin habe ich es nicht gesehen. Ich war schon richtig. Mekka. Ah, die schreiben es nicht mit C, sondern mit K, deswegen. Aha, okay. Also die beiden Provinzen bräuchten wir auch noch für das Achievement. Das heißt, wir müssen da noch runter. Ja, da schauen wir einfach mal. Jede Menge abtrünnige Luzifer. Alle verbrennen. Da sind wir jetzt einfach mal rigoros. Können wir einen Regenten uns holen? Vielleicht unsere Frau. Die Adalui. Adaluidis. Adaluidis. Nur faul, träge und müde. Hast du vielleicht was gearbeitet? Das gibt's ja gar nicht. Oh Mann, sämtliche Könige werden jetzt verbrannt. Königreich Serbien. Hilft ja alles nichts. Wir müssen vielleicht aufpassen, wer da als Nachfolger dann in Frage kommt. Aber die Auswahl ist hier bei sowas ziemlich begrenzt. Wir können ihn dann höchstens doch in das Gefängnis stecken. Müssen wir mal schauen, vielleicht, dass wir dann wieder im Gefängnis stecken und dann wieder rauslassen oder so. Ne? Wenn es ein guter ist. So, unsere Tochter ist 13 Jahre alt. Was war denn das jetzt? Für ein komisches Geräusch. Der Krumm hat den Verteidigungspakt verlassen. Sehr gut. Ich glaube, wir müssen nicht mal auf Null runterkommen. Wir müssten unter, vielleicht sogar unter 50%, wird vielleicht sogar schon erreichen.
immer wieder den guten Kanzler einpacken, damit wir hier die 0,26% weniger haben. Ah, okay. Von 5-50% jede religiöse Gruppierung hat ihren eigenen Verteidigungspakt. Da müssen wir halt mal schauen. Da kommen dann wahrscheinlich alle anderen immer mit. Was? Du bist um 5:30 schon aufgestanden, weil du jemanden zum Flughafen bringen hast müssen? Das ist natürlich... Wie weit musst du denn fahren zum Flughafen? Soll Buße tun. Aber wie lange denn? Diplomatie minus 1? 11? Machen das mal. Der Welt erneut beitreten. Ah, okay. Das heißt, das ist... Wie weit müssen wir da... Wie lange müssen wir da bleiben? Wir müssen einfach unsere Zeit... dort beenden. Steht jetzt hier auch nicht mit dabei. Wir sind mittlerweile schon Stufe 3 hier im Zirkel. Und sind kurz vor 2000. Das heißt, bald können wir aufsteigen. Bla 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 bla. Bibel studieren. Chance auf bekämpft Laster durch seine Ausübung in Maßen, ohne dass es auffällt. Oh. Wir machen keine Fortschritte bei der Buße, weil wir ein Nickerchen gemacht haben. Sehr schade. 30 Minuten. Okay. Ach so, stimmt. Du musst ja dann schon ein, zwei Stündchen vorher da sein. Eieiei, da bist du aber früh jetzt, ne? Aus dem Bett. So, wir können beim Gefolge, würde ich mal sagen, wir kaufen hier mal Einheiten. Machen hier die 46 voll. Und lassen das dann voll verstärken. Aber das ist Wahnsinn, was wir hier an Gefolge haben. So. 46,4. Perfekt. Dann machen wir hier voll verstärken. Dann schauen wir mal, wie viel noch überbleibt von unserer Monatsbilanz. Wir haben was geerbt. Okay, die Baronie. Und wir machen Fortschritte bei der Muse. Die Frage, wenn wir dann Krieg erklären, müssten wir eventuell auch mal unsere Provinzen abgehen und müssen mal nachschauen, ob auch wirklich alle uns gehören. Das wird so eine Heidenarbeit. Damit ihr alle schön unser römisches Wappen tragen. Wo war denn das? War das nicht hier oben irgendwo? Hier zum Beispiel, ne? In Rom. Da ist immer noch Umayyad-Sultanat mit dabei. Das heißt, das müssen wir uns dann auch holen. Na gut, aber erstmal die größeren Flecken durchmachen. Herr Tochter, wir lesen die Bibel gemeinsam. Ich hoffe, die wird nicht katholisch dann. Chance. 80-20. Mach mal 60-40. Oh, sie hat kein Interesse. Sie könnte dümmlich werden.
Oh, Glück gehabt. Huiuiui. Oh, wo hat sie denn jetzt hier die Kriegskunst her? 10 Punkte bei der Kriegskunst. Wie lange müssen wir denn noch Buße machen, Mensch?